um einen Mord. Ja, es wird eine junge Frau umgebracht und ihr Kind und man ist auf der Suche nach dem Täter. Ja, es war wieder ein Zeitungsausschnitt, ähnlich bei Tom Oet, da haben wir die Parallele. Also Zeitungen sind da immer sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite war es mir wichtig, gerade auch die Figur des Vaters zu beschreiben. Mehr will ich darüber eigentlich gar nicht sagen, weil das soll ich ja lesen, aber also gerade die Figur des Johann war eigentlich das Ausschlaggebende. Ziemlich. Also das Lesen ist für mich in meinem eigenen Leben eigentlich sehr wichtig, wobei ich nicht lese, wenn ich schreibe. Also ich lese nicht, wenn ich schreibe, es ist, weil dann kann ich nicht lesen. Also wenn ich selber an einem Text arbeite, ist Lesen eigentlich unmöglich. Aber sobald ich dann fertig bin mit meiner Arbeit, stürze ich mich drauf. Dann liebe ich das. Und dann lese ich schnell, dann ist es so wie, ja, wie jemand, der unheimlich viel Hunger hat oder so, der dann lese ganz, ganz viel. Aber keine Krimis. Ganz, ganz unterschiedlich, also gut erzählte Geschichten. Also das letzte, das ich jetzt gelesen habe, das mir jetzt sofort einfällt, das ist eben Zeiten des Aufruhrs. Das hat mir ganz gut gefallen. Und ja, Der Meister des jüngsten Tages, das habe ich auch vor kurzem erst wieder gelesen, das mache ich auch ganz, ganz gern. Das ist von Leo Perrot, obwohl das eigentlich schon fast in die Richtung Krimi geht, also mehr fantastische Geschichte. Und es ist ganz unterschiedlich, also ganz, ganz viele, ganz, ganz unterschiedlich. Das, manchmal weiß ich gar, also wie bei vielen Leuten, die Bücher kaufen, spielt dann auch oft das Cover eine Rolle, also das mich neugierig macht und wenn ich dann reinlese und das spricht mir am Anfang anderen nicht. Na, glaube ich nicht. Ich habe eher Sorgen, dass ich das alles überhaupt schaffe. Also, ja. Das ist, also Ideen habe ich ohne Ende. Und ich habe jetzt schon wieder für die nächsten 4 Bücher so die Idee. Gut, manche Ideen verwirft man dann wieder, ganz klar, da kommen neue dazu, aber mir fehlt eher die Zeit, das zu verwirklichen, als die Ideen.